So, hier gibt es jetzt ein Video zu meiner Brachypervasmiphie. Ja, wie man sieht, lebt die tagsüber ziemlich versteckt. Sind in ihrem Versteck immer. Und ja, die hat ja ein Steppenterrarium, das heißt, es ist etwas trockener gehalten. Das sind auch eher so Trockenpflanzen da drin. Also ganz schlüssig, dass man das alles reinsieht. Ja, dann habe ich hier noch Steine drumherum, dass sie da nicht so drin die Pflanze ausgeräumt. Hier habe ich nochmal einen Stein drin und ein Holzstück. An dem Stein kann sie sich auch, wenn sie irgendwie, weil die Haut nicht so gut abbekommt, sich da ein bisschen dran reiben. Das ist Sand und Erde gemischt. Ja, das Terrarium hat jetzt 40, 25, 25. Das reicht auch aus, weil die Smithy eben eine sehr gemächliche Spinne ist. Ja, die ist jetzt super adult und wird also noch eine Weile lang da sein. Und ja, die ist auch nicht gerade sehr aggressiv, man kann sie gut handeln. Das heißt, wenn man sie auf die Hand nimmt oder irgendwie was dran macht, dann haut sie eigentlich gleich die Brennhaare voll. Ja. Und die hat eben eine sehr schöne Färbung, das was mir an ihr gefällt. Und ja, die Luftfeuchtigkeit trägt so 50-60% rum, dass es schön warm hat. Habe ich heute schon mal meine Heizmatte. Schließe ich nochmal das andere Terrarium an, das ich auch gleich thematisieren werde. Und ja, nach dieses Abends dann aktiv. Läuft ein bisschen ihr Terrarium. Oder auch nicht, je nachdem, wie sie das Laune dazu hat. Ja, ich sprühe immer wieder mal ein bisschen rein, dass die Luftfeuchtigkeit da ist, was sie braucht. So, und sonst schaue ich es mir eben an, tagsüber wieder mal. Und dann freue mich an diesem schönen Tier.